Herzlich willkommen, das ist der Uwe, ich bin der Paddy und heute geht es um Jim Hansons Muppets. Und das ist sehr cool, also die Muppet Show habe ich immer sehr gerne angeguckt, auch die Stargäste sind cool, Alice Cooper war mal da, ja. Sylvester Stallone war glaube ich auch mal da. Echt? Also waren schon einige, natürlich auch einige, die man nur in den USA kennt, also waren auch dabei, ne? Das muss man auch sagen. Aber es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und hier haben wir sie. Ich kenne gar nicht mehr alle Namen, verdammt. Gonzo ist klar. Kermit, Miss Piggy. Kermit, Miss Piggy ist logisch. Dann sind diese, da hinten ist das Tier, Animal heißt der, das Tier. Und Robi war der aus der Tonne, oder? Nee, das war Oscar. Oscar aus der Tonne, natürlich. Robi war der da hat auch immer so Kellner gespielt, wo er dann immer, wo so ein Gast, der kam da immer hinter der Tür so. Ist das nicht der unten links? Nee, das ist der Gonzo, genau. Mit der Nase. So, wir haben das noch nie gespielt, wir haben eben hier durchgeschaut, sind ja ungefähr 500 Spiele für ein GameCube drauf. Und da haben wir gedacht, komm, das machen wir jetzt mal, weil eben die Muppets so geil sind, ne? Ich will's auch hier schön machen. Ja, komm, geh doch. Ist doch nicht. Wir sehen ja, da haben wir beide gnädige Namen. Ja, das ist ganz, ganz easy zu machen. Und dass man mal 8 Felder ausfüllen kann, das ist auch nicht oft, ne? Genau. Ich nehme mal den mit den 4 Armen, wie auch immer er heißt. Dann nehme ich mal Kermit. Du hast ja eben in der Proberunde Kermit, aber da habe ich ja nicht mitgemacht. Ganze Gegner. Miss Piggy muss dabei sein. Mal, sag schon, ich habe jetzt nichts mehr. Okay. In der Proberunde habe ich nur ein Minigame gemacht, das war nur zum Controller ausprobieren. So, da muss man jetzt einen Weg zu einer Tür finden und man darf. Man würfelt so eine Zahl, da sehen wir jetzt. Ja. So viel darf man gehen. Ist jetzt ein bisschen wie ein Brettspiel. Und wenn man zu einer Tür kommt, glaube ich, macht man ein Minigame. Das bist du. Aha. So. Boah, eine 6. Und jetzt bastelst du dir da deinen Weg. Zur Tür. Ja. Ist ja. Drücken. Ja. 1, 2. Da bin ich doch bei der Tür. Tada. Was wählt er aus? Ja, aber es ist ja Zufallsgenerator hier. Ist ja ohne Können quasi, ne? Oh, immerhin. Oh. Ah, hallo. Sachen ohne Können kann der Paddy offensichtlich sehr gut. Ja, aber wo man das können muss, auch wieder ein Doppler hier. Was ist das für ein Spiel? Hey, da gibt's ja nur solche. Du gewinnst auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja, ich check's halt gar nicht. Guck mal, wenn du Kombos holst, wäre es am besten, aber... Okay, jetzt sind die anderen dran. Interessantes Spiel, okay. Ist ja so ein bisschen Mario Party mäßig, das müssen wir auch mal spielen. Wir wollten auch schon mal ein Mario Party Let's Play machen. Da gibt's ja immer einen User, der das immer will. Aber es ist dann abgestürzt im N64 Emulator. Und das war natürlich unschön, deswegen haben wir das noch ein bisschen verschoben. Auf dem GameCube gibt es ja auch ein paar Mario Party Teile. Da müssen wir auch mal gucken, welche sich da lohnen. Die GameCube-Grafik, die ist schon wesentlich angenehmer als die Nintendo 64 Grafik. Also kommt aufs Spiel drauf an, das Mario Kart ist natürlich super dort, aber ist schon sehr klotzig teilweise. So, was machen wir hier? Wir müssen, glaube ich, ein ferngesteuertes Auto fahren. Okay, das sieht ja witzig aus. Alles klar. Ich glaube, ich bin blau. Ja, ich bin der andere da. Was ist das für eine Farbe? Golden? Ah ne, da geht's entlang. Oh, ich bin so schlecht. Oh nein. Ich mag doch Autoraces gut. Gerne. Gut und gerne. Was ist denn da los, ey? Krass. Nein! Ich bin so rumgesprungen, dass ich die Kurve verpasst habe. Ah, jetzt lasse ich mich sogar vom Paddy hier überholen. Was denn?
Jawohl, hier läuft doch. Ah, da macht er zu. Ach, du bist der Golden, ne? Ja, ja. Ach so. Eben habe ich dir ja auch ruhig. Ich dachte, ich hätte dich mal, weil als du das eben erwähnt hast. Schon vor mir. Ah, langsam habe ich es raus. Oh, ich glaube, ich war nicht so schlecht. Es war ganz geil, es macht Spaß. Es ist total cool. Am Anfang war ich noch so ein bisschen schlecht, aber am Ende habe ich hinten die Kurven ganz gut genommen. Das war ganz geil. Spiegeln die Punkte jetzt nicht so wieder. Aber immerhin bin ich der Erste. Ach, du bist Kermit! Ja, ja. Ah, ich dachte, Bär da, der Dicke. Nee, 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 ich wollte Kermit, den hast du ja in der Probe. Du hast recht, ja, weil du jetzt ein goldenes Auto hattest als gehabt. Stark, der Paddy! Naja, aber Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Dominiert hier das Game. Miss Piggy ist an der Reihe. Da kann man ja auch gar nichts machen bei dem Ding da, wenn der, ne, das ist ja eher so Zufall. Das ist einfach Glück. Warum würfeln halt, ne? Hat die immer so einen truntigen Gang? Ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Früher bei Schweine im Weltall. Kennst du es noch? Ja. Ah, war schon geil, die Mappe Joy. War echt gut. Habe ich auch ein paar Episoden mal, in meinem ganz persönlichen Archiv. Tauziehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie macht man's? Wahrscheinlich. Immer. Man muss diese Kombos machen. Oh, fuck. Ist eigentlich ganz cool, okay? Mhm. Stay frosty, okay? Ich kann gar nicht in die Mitte gucken, weil ich immer auf die Pfeile schaue. Ich auch nicht, klar, ich auch. Ist klar. Ist geil, da muss man sich echt konzentrieren. Das ist krass, da kann man gar nicht so viel erzählen. Oh Mann, wir müssen im Flow bleiben hier. Tauziehen ist geil. Zack. Wer hat gewonnen? Oh, geil. Ich dachte gerade im ersten Moment, dass wir zusammen irgendwie spielen. Weißt du, weil das natürlich so aussah, aber jeder spielt immer allein. Ich wollte sagen. Schön. Das macht schon Bock. Ja, total cool, das Spiel. Fossi, das hat doch einen hübschen Look. Gell? Hat einen tollen Look. Ja, sieht echt gut aus. Für ein 20 Jahre altes Spiel, knapp. 20 Jahre. Ja, knapp 20 Jahre, nicht exakt, aber ich glaube, es ist von, weiß nicht, 2003 sind ja die meisten Gamecube-Spiele sind ja so von 2003 ungefähr, also sind wir jetzt 21, haben jetzt heute den, Achtung, 24.10.2021 um 9:30. Was macht ihr denn, was ist das denn hier? Ist auf einer Auktion. Was soll man denn da, wie First Price? Bit. Soll man da irgendwie schätzen? Stand, und wer der am meisten macht. Preis ist heiß oder was? Ich kapiere es nicht. Bit on the Red Party Favor. Und was? Das war eben schon mal. Das haben wir irgendwie total übersehen, gell? Could you? Ich hab's auch nicht gecheckt gerade. Was war das? Vielleicht kennt ja einer das Spiel und kann uns das erklären. Ich check's auf jeden Fall nicht. Wie heißt der denn nochmal? Ah, oh, das weiß ich auch nicht. Pepe stand da, glaube ich. Ja, Pepe. Aber manchmal heißt Rizzo im Deutschen ja sogar Rizzo. Auch ja, anders, ja. Ne? Ja, ja, klar. So, du bist wieder dran. Naja, da kann man nichts machen. Nur zwei nur. Oh. Aber wenn du dir so ein Feld da holst, dann kannst du weitergehen. Was für ein Feld? Die da, zum Beispiel, dieses, wo die 100 steht. Ja. Aber da wirst du ja nicht hinkommen. Nee. Aber gut, was hätte ich anderes machen sollen? Ja, also. Das ist der Pepe. Nee, Pepe stand bei dem anderen. Nee, Pepe war der Vogel. Ach so, weil irgendwas. Nee, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen. Ich hab schon Halluzinationen hier.
cool. So kann man mal rumgucken. Jim Henson hat übrigens auf seiner Beerdigung die Leute dazu veranlasst im Testament, dass sie fröhlich sein sollen und dass sie sich möglichst verrückt und bunt anziehen sollen. Und das ist super. Finde ich klasse. Ich glaube, der ist 1992 gestorben. Und wie gesagt, feiert, trauert nicht um mich, sondern feiert mich. Ja. Super. Also, finde ich toll. Bekannt haben geheiratet und haben die Party bei sich zu Hause gemacht. Die hatten noch einen relativ großen Garten und wollten, dass alle mit Superhelden-T-Shirts kommen. Oder Verkleidung. Aber ich glaube, überwiegend T-Shirts waren es. Das war auch ganz lustig. Mal was ganz anderes auf einer Hochzeit, ne? Oh, auch nicht schlecht, ja. Kennst du dieses bekannte Hochzeitsbild, was vor ein paar Jahren mal viral gegangen ist, wo die Hochzeitsgesellschaft von einem gigantischen Dinosaurier davon gelaufen ist? Also sie haben das Bild halt aufgenommen und alle so in Panik laufend davon und dann ist da nachher mega geil, auch tolle Qualität, ein Dinosaurier eingebaut worden, so ein T-Rex oder so. Und das war dann das Hochzeitsbild, finde ich eine super Idee. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das fand ich mega gut. Ja, das also, mittlerweile. Waren halt die gesamten Hochzeitsgesellschaft, also alle waren da halt drauf, ne? Wie sie halt in Panik weglaufen, die Tischdecke fliegt in der Luft und die ganzen Keller und so Zeug und weiß ich nicht, was da so alles war. Das war geil. 9. Das ist ja mega. Das Piggy da aus Piggy, ey. Hat zu Glück, boah, dieser Gang, ey. Zum Minigame wäre nochmal förderlich. Ja, Miss Piggy wandert hier über den Laufsteg. Das sieht nicht so prickelnd aus. Ah, doch, vor die Tür. Jetzt wieder dieses Becken. Aber wir müssen. Ich habe jetzt hier schon dann stehen. Das ist doch auch dann. Na dann. Ah, das ist doch blöd. Es hat eben so einen Spaß gemacht. Jetzt hängen wir hier. Komm, nochmal ein schönes Spielchen. Komm, Fossi. Hau einen raus. Mit einer 2. Eieiei, Fossi, was machst du denn? Weiß ich nicht. Ja, da denkt er auch. Oh. Was hat er denn da oben drüber? Tankstelle. Ja. Er macht das doch. What? So, jetzt hoffentlich nochmal ein schönes Spiel. Slippery when wet. Man kann ja irgendwas Game Points kaufen, aber ist mir auch egal, habe ich eben die ganze Zeit nicht gemacht. Ich auch nicht. Bei Game Points 5 Credits per Point. Okay, was haben wir jetzt? Ist das auch Zufallsgenerator? Weil ich hier gar nichts. Ein bisschen links und rechts. Ja, aber schwierig einfach. Ah, da soll man, also wahrscheinlich Dynamit ist schlecht. Hätte ich jetzt auch so intuitiv wahrgenommen. Boah, ich gehe an so vielen vorbei, ey, ich bin ganz schlecht. Aber so ist das schon ganz lustig auf jeden Fall. Ja. Ich habe mal das Gefühl, man kriegt ein Feeling. Man kriegt ein Feeling. Wer hat das nochmal gesagt? Fußballspieler. Welcher war das noch? Feeling her, habe ich ein gutes Gefühl. Achso, ja, stimmt. Das war Andi Möller oder so. Oder Bruno Labbadia könnte es auch gewesen sein. Der hat auch eine Menge. Das sind halt so Joker-Antworten bei so Fragen, ne? Könnte sehr gut so gewesen sein. Ich habe nicht gewonnen. Oh, guck mal, mit Abstand. Ich war so schlecht, habe ich schon gesagt beim Spielen. Oh, miserabel, ey. Ich könnte gerade in dem Musical mitspielen, ey. Mit ihrem dicken Hintern da. Habe ich ja nichts gegen. Das weiß ich nicht. Ja. Jedem das seine. Tja, das ist. Mach ich auch keinen Hehl draus. Ja. So, was meint der Vogel? Rizzo, die Red. Rizzo, die Red. Peilt auch nix. So, Kermit, Marit. Komm, jetzt keine auf jeden Fall. Schmierige 2. Nur 6 ist doch in Ordnung. Damit kann man doch lebenst. 2 hätte ja auch Dickens gereicht. Welche nimmt er? Ja, ich nehme hier den. Da kann man dann noch was. Da habe ich noch ein paar Points. Na schön.
Cruise Credits. Cruise Credits, ey. Hoffentlich kann man dafür was kaufen. Ja, ja. Bring a little party. Itchy und Scratchy Geld. Was hat den Wert von echtem Geld? Ne, oder was haben die da gesagt? Du kennst das noch mit dem Itchy und Scratchy Geld, da wo Homer an dem Itchy und Scratchy Vergnügungspark das Itchy und Scratchy Geld kauft und das aber, und die erste Meldung im Park, wir nehmen kein Itchy und Scratchy Geld. kommt da rein. So. So, nein. Ja, kenn ich nicht. Großartig, großartige Seele. Okay, was macht man hier? Oh nein, das ist ein Hörspiel. Ah, nee, man muss irgendwie was, wie viele Leute im Raum sind. Hä? Ja, immer. Ach, das ist ja abgefahren. Wo hast du das denn eben... mitbekommen. Das stand da ganz am Anfang. Ah, hab ich nicht gesehen. Immer, ich bin der Laberbock. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt permanent. Boah, das ist ja auch eine geile Idee. Aber ich komm kaum hier mit. Ich bin echt nicht gut. Du musst die beiden Türen im Auge behalten und dann, das ja. Ist halt ganz, ganz spannend. Manchmal wurde es halt echt tummelig. Mhm. Ah, oh, scheiße, hat nicht gereicht bei mir. Ja, war schon. Ja, gute Gegner hier. Ja, ja, das war. Ich habe am Anfang zu viel. Ja, aber zu spät verstanden. Aber du warst ja ganz gut dabei eigentlich. Also, das Spiel finde ich echt geil, muss ich nochmal betonen. Hier, ja, ich macht schon Spaß. Es ist natürlich ein bisschen behäbig für Let's Plays. Bis wir zum nächsten Minigame kommen, ist es halt ein bisschen blöd. Aber trotzdem ist es ja schön, euch das so mal zu zeigen. Vielleicht werden ja einige inspiriert, ja. Das mal in den Emulator zu werfen. In den Emulgator. Wo geht's hin? Ich nehme noch die Bongos mit hier. So, die sind über dir. Die, weil alles, was da drüben, ne, irgendwie kann man die Sachen, weil eben war ja auch schon mal was über den Köpfen, die bringen gar nichts. Also zumindest, ich keine Ahnung. Wieder dieses komische. Geil. Der Hund ist da der am Klavier. Oh, da ist der Beaker endlich. Der Beaker. Mimi hat er da immer gemacht. Geil. Ich hatte Mitte der 90er mal ein Shirt mit dem Beaker. Fand ich immer extrem gerne an. Keine Ahnung, wo das hingekommen ist. Meine Mom und mein Bruder verkaufen alles immer auf dem Flohmarkt. Das kotzt mich so an. Das kotzt mich so an, wirklich. Wenn ich da irgendwas in den Keller stelle, meine Eltern, wird das am nächsten Flohmarkt verscherbelt. Zack. Das ist eine Scheiße. Das ist so nicht cool. Aber alle meine Konsolen sind so abhanden gekommen und sowas. Das steht im Keller, das braucht er nicht mehr. Bäm. Und verkaufen die das. Oft ohne nachzufragen. Naja. Das sind so die Problemchen der Familie. Wenn's das ist. Miss Piggy. Oh, die Green Door. Behind the Green Door war einer der ersten Pornos übrigens damals. Behind the Green Door. Ja. Der ersten Pornos. Einer der allerersten Pornofilme war ganz bekannt. Behind the Green Door. Kenne ich jetzt nur, weil ich mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Natürlich. So, Paddy, wir haben einen Flammenwerfer. Ich verstehe nicht, was diese Punkte sind, aber... Ich habe gar keinen Plan, aber die Minigames machen Spaß. Was soll man sagen? Okay, okay. Da... Oh Gott. Die blauen darfst du nicht treffen. Irgendwas von... Weiß ich nicht mehr. Wasserschauwatom, Big Freeze. Big Freeze. Spaß, ne? Ist geil. Ich
Oh Gott, ich bin gerade mal gespannt. Ja, auch. Weiß man auch nie. Oh nein, war ich so schlecht, ey. Boah, wieder der Schlecht voll abgelost. Damn it, hat so gut angefangen bei mir. Dass du irgendwas noch einen Bonus bekommen. Ja, naja, gut, dann bin ich immerhin. Ah, die beiden ziehen uns schon ganz schön ab. Ja, ja, ja. Und die spielen das ja auch wahrscheinlich schon wesentlich länger als wir. Ja. Meine ganze die sind schon ewig auf der Cruise. Okay. Okay, the winner is Miss Piggy. Auch oh, das Piggy. War doch schön. Ich wollte gerade sagen. Oh, das war schön. Applaus, war ein tolles Spiel. Ja, ja, uns ist keine Applaus über die Leber gelaufen. Möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Tolles Spiel. Wie heißt der? The Muppets Party Cruise. Muppets Super, Party auf dem GameCube. Macht echt Spaß. Mario Party mit anderen Charakteren. Aber Muppets. Irgendwann spielen wir auf jeden Fall auch mal ein Mario Party. Irgendwann. Das also, macht's gut. Ciao.